Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu meinem täglichen Heilfasten-Update. Heute ist Tag 8 und mir geht es immer noch gut. Ich höre mich zwar ein bisschen kaputt an, aber das liegt daran, dass ich vorhin ein bisschen Sport gemacht habe. Denn irgendwie muss ich ja meine überschüssige Energie verbrennen. Ihr seht ja wieder diese ganzen Cola-Flaschen, das ist ja meine Energiequelle. Gestern habe ich glücklicherweise mein Kalorienziel von maximal 1000 Kalorien am Tag eingehalten, denn gestern Abend habe ich mir eine zweite Cola-Flasche aufgemacht und dann habe ich noch eine Hälfte von der dritten Flasche ausgetrunken, womit ich dann 2,5 Flaschen gestern getrunken habe und somit das Kalorienziel eingehalten habe. Heute früh habe ich dann den Rest ausgetrunken. Und dann habe ich mir noch am Vormittag eine weitere aufgemacht, also 1,5 Flaschen habe ich bisher getrunken. Das heißt, heute Abend kann ich mir noch eine Flasche öffnen und halte trotzdem mein Kalorienziel ein. Das ist schon mal gut. Darüber hinaus habe ich noch eine Menge Wasser getrunken, also meine 3 Liter Wasser am Tag nehme ich immer noch zu mir. Und gestern Abend habe ich mir noch eine Brühe gemacht. Also immer noch sehr monoton, was meine Ernährungsweise angeht. So, das war's jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Update gefallen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.